Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir uns mit der Deutschprüfung Goethe-Zertifikats A2 beschäftigen. Das Goethe-Zertifikats A2 wurde im April 2016 neu eingeführt und ersetzt die bisherigen Deutschprüfungen Stadtdeutsch 2 für Erwachsene und Fit in Deutsch 2 für Jugendliche. Um die Prüfung erfolgreich abzulegen, muss man natürlich gut vorbereitet sein. Fangen wir heute mit dem mündlichen Teil der Prüfung an. In diesem Video werde ich euch mit den Aufgabentypen der Prüfung vertraut machen. Was ist in der Prüfung zu beachten? Welche Themen können in der Prüfung vorkommen? All das erfahrt ihr gleich in meinem Video. Viel Spaß beim Lernen! Die mündliche Prüfung dauert ca. 15 Minuten und besteht aus 3 Teilen. In der Prüfung habt ihr in der Regel einen Partner. Das heißt, die Prüfung wird zu zweit durchgeführt, statt mit 4 Prüfungsteilnehmern wie in der A1-Prüfung. Gehen wir jetzt auf die einzelnen Teile der Prüfung ein. In Teil 1 muss jeder Prüfungsteilnehmer nacheinander 4 Karten ziehen. Auf jede Karte steht ein Stichwort. Ihr müsst dann Fragen mit diesen Stichworten stellen und die Fragen eures Partners beantworten. Es geht hier um Fragen zur Person. Ein Tipp: Ihr sollt hier nur kurze Sätze formulieren, statt lange und komplizierte Sätze. Also denkt daran, ihr habt keine Vorbereitungszeit. Das heißt, wenn ihr eine Frage bekommt, müsst ihr sofort darauf reagieren. Zum Beispiel, ich bekomme eine Karte mit dem Wort Beruf. Welche Frage kann man hier stellen? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Oder was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Ich antworte: Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Es wäre besser, wenn ihr in der Prüfung euren Partner siehst. Das ist höflich und ist auch einfacher für euch bei der Verbkonjugation. In Teil 2 bekommt jeder Prüfungsteilnehmer eine Karte. In der Mitte der Karte ist eine Frage. An den 4 Ecken sind 4 Stichworte. Anhand dieser Stichworte muss man ca. 2 bis 3 Minuten lang etwas über sich erzählen. Am Ende beantwortet man noch 1 bis 2 Fragen von dem Prüfer. Die Aufgabe in Teil 2 ist ziemlich anspruchsvoll, denn hier muss man in kurzer Zeit über ein bestimmtes Thema freisprechen. Denkt daran, ihr müsst hier keine lange Geschichte erzählen, sondern nur in kurzen, zusammenhängenden Sätzen sprechen. In der Infobox unter dem Video findet ihr den Link zu einer Wortschatzliste, die für die Prüfung Goethe-Zertifikats A2 relevant ist. Diese kann euch bei der Prüfungsvorbereitung nützlich sein. Kommen wir nun zu Teil 3. In Teil 3 müssen die Prüfungsteilnehmer anhand von Aufgabenkarten etwas gemeinsam planen, indem sie Fragen stellen, Vorschläge machen und darauf reagieren. Bei dieser Aufgabe ist es sehr wichtig, die typischen Redemittel zur Verabredung zu beherrschen. Diese werde ich euch in der nächsten Folge zeigen. Nun habt ihr eine Vorstellung von dem mündlichen Teil der Deutschprüfung Goethe-Zertifikats A2. Im nächsten Video werden wir ein paar Beispielaufgaben machen, damit ihr eure Leistungen selbst einschätzen könnt. Was könnt ihr schon gut? Was müsst ihr noch verbessern? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!